They've come to stay, introduced animals and plants that compete with native species for breeding and feeding places. Es ist viel zu wenig Nahrung da, dass alle satt werden. Und jetzt entscheidet sich, wer hat die stärksten Ellenbogen am Buffet. Due to their dominance, the exotic species change the domestic ecosystem, cause economic damage and threaten our health. Ich mache mir Sorgen für meine Kinder, meine Enkelkinder, für unser Nachkommen. Noch liegen wir bei 5 vor 12. Doch können wir etwas ändern. International conventions should now finally address the problem. But there is no such thing as targeted action management. Es gibt verschiedene Methoden, die zum Teil noch in der Erprobung sind, die alle nicht so ganz ohne sind. Soweit ich weiß, hat sich noch keine so richtig durchgesetzt. But what do the newcomers really mean for our future? Es gibt natürlich einen Wandel in der Pflanzen- und Tierwelt, den hat es ja auch immer gegeben. Und vermutlich würde die Welt in 40 Jahren etwas anders aussehen. Whether on land, in the air or in water. Everywhere in our native flora and fauna, animal and plant species cavort, which originally did not exist here at all. Over the years, they have been introduced by humans, intentionally or unintentionally, and are multiplying here at a rapid pace. Carla Michels from the State Office for Nature, Environment and Consumer Protection, NRW, has been observing the enormous distribution of alien species in Germany for 30 years. Es gibt für Deutschland Zahlen, dass es angeblich 20.000 sind, fremde Arten. Aber das ist eine sehr fragwürdige Zahl, weil man die gar nicht alle registriert hat und gar nicht alle irgendwo aufgeschrieben hat und deshalb gar nicht alle zählen kann. Usually nature manages to integrate the invasive species. Only with about 10% of the new citizens, it fails to do so. They can cause real trouble. Dass die hier zum Problem werden, liegt einfach daran, dass sich die heimischen Arten nicht gemeinsam entwickelt haben mit denen. Die kommen also hier als Fremdlinge rein und haben dadurch einfach einen Platzvorteil. Und das macht sie eben sehr konkurrenzstark. The Westhofener Aue in Cologne. Recreation area for city dwellers and habitat for many water birds, such as the native grey goose. But for about 30 years, it has had a persistent competitor in terms of food and offspring, the Nile goose. Sie ist eine Gans, wo wir von der Ornithologie etwas Angst haben, dass sie unsere heimische Gänse, sprich Graugans, vergrämt und verdrängt. Ja. Ich habe persönlich gesehen bei der Zählung, dass die Nilgans dramatisch zugenommen hat, hier im Kölner Raum, die Kanadagans dramatisch zugenommen hat und die Graugans etwas abgenommen hat. Falco Huckenbeck monitors and documents the Nile goose population in Cologne. Originally, it comes from Africa, but also reproduces very successfully in Germany. Dadurch, dass sie auch fast immer in allen Brutgebieten brüten kann, zum Beispiel in alten Krähennestern, in alten Habichtnestern, in alten Bussardnestern, ja, sie ist da sehr flexibel. Ein altes Hausdach macht ihr auch nichts aus. Also sie ist sehr flexibel. Das ist bei der Graugans und bei der Kanadagans nicht so. In appearance, the Nile goose differs strongly from its German fellow species through its high legs and strikingly dark eye stains. And also in its behavior, it acts very dominant towards the grey goose. Sie ist sehr fruchtbar, ja. Das heißt, sie bringt fast alle ihre Jungen immer durch. Wie diese Nilgans, die hier gebrütet hat, hatte voriges Jahr 15 Jungtiere und dieses Jahr 9 Jungtiere. Und wenn ich dann sehe, die Graugans, die bei uns hier brüten, kommen maximal aus 3, 4, 5 und haben sehr starke Verluste und bleiben dann meistens nur noch bei 1, 2 Jungtieren da. The Nile goose probably found its way to Germany in the 1970s via Great Britain, where it was held as an ornamental bird since the 18th century. Today, the new citizen prefers to live in urban waters, green spaces and parks, and feeds everything that gets in his way. In contrast to the native grey goose, it proceeds extremely aggressively. Sie meiden sich, sie gehen sich aus dem Weg.
Ja, aber wenn es ums Fressen geht, fressen sie beide das Gleiche. Ja? Und der Stärkere siegt dann halt. Das ist in der Natur so. In the long run, the native types can be displaced through such strong food and offspring competition and theoretically even die out. A damage that changes the entire ecosystem. Something like this can currently also be observed in the biocenosis in the Rhine. University professor Joost Borcharding meets his students once a year for scientific fishing at river kilometer 842 in Rees on the Lower Rhine. They want to document the changes in the biocenosis in the Rhine in a standardized way. Fish? Joost Borcharding has a black-spotted goby on the hook, a species originally native to the Caspian Sea that was able to migrate into the Rhine system through the opening of the Rhine-Main-Danube Canal. This exotic fish has been known on the Lower Rhine since 2008 and has successfully asserted itself since then. Man muss sich vorstellen, wenn wir heute Bilanz ziehen am Ende des Tages, dann werden wir in etwa, ich sage mal, 400, 500 Fische gefangen haben. Von diesen 400, 500 Fischen sind mindestens 95% Grundeln. Und im Wesentlichen jetzt diese Schwarzmaulgrundeln. Scientists want to understand why the gobies are so much more dominant than native species such as perch and zander. A first indication of this can already be seen while fishing. Sie sind immer die Ersten am Köder. Das heißt, da draußen schwimmen auch viele einheimische Fische rum und die würden auch gerne die Made fressen, die wir denen da anbieten. Nur die Grundel ist immer zuerst da. Das heißt, sie sind da unten am Grund sehr viel aktiver. Und der Rhein bietet eigentlich nur Nahrung am Grund und nicht in der Wassersäule, wo dann die Grundel möglicherweise nicht so gut wären. Actually, the maximum 20 centimeter small goby should be a welcome food for the native species, which can grow at least twice as big. But the young fish don't even manage to grow up because they simply starve to death in competition with the gobies. Die Nahrungsquelle ist limitiert. Und es ist ganz klar, wenn ich ein Buffet habe und ich habe für 20 Leute das Buffet aufgebaut und dann kommen auf einmal die ganze Verwandtschaft kommt mit und es kommen 40 Leute, dann werden nicht mehr alle satt. Und dieses ist genau die Situation, wie sie im Rhein ist. Es ist viel zu wenig Nahrung da, dass alle satt werden. Und jetzt entscheidet sich, wer hat die stärksten Ellenbogen am Buffet. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren gemessen haben. Die Grundeln haben sehr, sehr starke Ellenbogen. But the harmless robbers don't only mean damage to the ecosystem. From an economic point of view, they are also a problem that should not be underestimated, because anglers in particular are increasingly annoyed by the goby population explosion in the Rhine. Ein Kollege von mir, der ist für die Rheinfischereigenossenschaft, also für den Rhein in Nordrhein-Westfalen zuständig, und der hat mit der Einwanderung der Grundeln erhebliche Einbußen erleiden müssen, weil immer weniger Angler an den Rhein gekommen sind zum Angeln. Und er verkauft ja diese Angelscheine für den Rhein. Und wenn auf einmal 5000 weniger Leute diesen Angelschein kaufen, dann ist das auch ein finanzieller Verlust, der eingetreten ist. About 150 kilometers up the Rhine in Cologne, University professor Georg Becker is also investigating the ecological and economic effects of alien species. His unusual place of work is located in the middle of the Rhine, where he can explore the alien species in the flowing waters up close. Currently in focus, the Chinese mitten crab, which has been living in the Rhine since the beginning of the 20th century. Die gehört zu den 100 gefährlichsten invasiven Arten der Welt. Da gibt es eine Liste. Und die hat also, die macht Probleme, weil die Jungkrebse Deiche anbohren. Die bauen sich Höhlen da rein. Das heißt, die Deiche werden instabil. Und Krabben in riesigen Massen an den Küsten, in den Küstenbereichen, in den Mündungsbereichen auftauchen und da zum Teil, phasenweise zumindest, die Fischerei unmöglich machte.
According to the Federal Maritime Office, the exotic crab has already caused economic costs of up to 85 million euros in German waters since 2004. Because with its sharp scissors, the crab cuts the fishermen's nets so that a large part of the catch is lost. Namengebend sind, ist also die, die, sind die, ist die Wolle hier auf der Schere, das sind also Borsten auf den großen Scheren. Und dann sieht man hier sehr schön, die ist gut bewehrt hier mit diesen großen Stacheln hier, mit den scharfen Kanten hier und Spitzen an dem, am Kopfrand zum Beispiel. Jedes Beinpaar hat diese großen Stacheln und Spitzen hier. Das heißt, ein Fisch könnte die nicht unbedingt direkt verschlucken. Die würden also sich verletzen, die Speiseröhre würde aufgeschlitzt. The crab, up to 30 centimeters in size, has no natural enemies, but eats all the more, namely plants and animals, which makes it extremely viable. Another special feature, it can only reproduce in salt water and hikes hundreds of kilometers down the Rhine into the sea. After hatching, it heads upstream again, up to 3 kilometers daily against a torrential current. A phenomenon for the researchers. Die sind also sehr mobil, die können also im Salzwasser und im Süßwasser leben, sind also angepasst an beide Medien. Das könnten andere Krabben, die an der Küste leben, eben nicht. Also die Strandkrabbe, die kennt jeder, die kann eben nicht einfach den Rhein hochlaufen. Experts estimate that a maximum of 10% of native species still live in the Rhine. But the problem is not new. Change in the communities of this world has been in existence since 1492, when Christopher Columbus paved the way for worldwide shipping. And even today, a large part of the alien species reaches us in the ballast water of ships. Ballast water is seawater that is taken up by the cargo ships in the starting port for stabilization. Up to 100,000 tons are pumped into the tanks so that the ship does not tip over in the open sea. At the port of destination, the enormous masses of water are drained again, and with them, numerous alien species. The Chinese mitten crab came to us as a larva that way. Und das war immer ein großes Problem. Es gibt mittlerweile seit 2004 ein Abkommen. Man will verhindern, dass die mit Seeschiffen kommen, die Nährzone. Es gibt verschiedene Methoden, die zum Teil noch in der Erprobung sind. Also erhitzen, filtrieren, manchmal eine Kombination oder chemische Behandlung, die alle nicht so ganz ohne sind. Soweit ich weiß, hat sich noch keine so richtig durchgesetzt. But foreign species don't only reach other countries by sea. More and more animals and plants are being introduced into new regions by humans, and with full intention. The probably most prominent representative, the raccoon. It is estimated that about 500,000 are now living in Germany. Zu uns sind sie gekommen bereits im Zweiten Weltkrieg. Hermann Göring hat unter anderem diese Tiere freigelassen. Er war ein großer Jäger und wollte mehr Wild haben. Aber ganz viele sind auch später noch gekommen durch Pelztierfarmen, wo man die Tiere entweder freigelassen hat oder eben Tierbefreier sie freigelassen haben oder mal welche entwichen sind. Das heißt, der ist schon eine ganze Reihe von Jahrzehnten bei uns in Deutschland heimisch. Theo Pagel ist der Director of the Cologne Zoo and hosts the two raccoon females Inga and Gina. In the wild, the cute mammals frequently look for their prey in the water and grope for small crabs or snails in fast movements. It looks as if they were washing their food. Raccoons have their origin in North America, but because of the similar climatic conditions, they also feel very comfortable in Germany. Also er ist auf jeden Fall einer, der mit wie der heimische Fuchs oder Iltisse und was wir alles haben, als Beutegreifer natürlich on top dazukommt. Und der eben alles nimmt, was er kriegen kann. Der frisst Fische, der frisst Eier, der frisst alle Tiere, die er so erbeuten kann. Und insofern ist er tatsächlich für uns ein kleines Problem. And the nocturnal omnivores are also a nuisance for humans, as they are not afraid to go to the cities in search of food and places to sleep. They like to nest in attics, destroy bricks and thermal insulation, leaving behind vast amounts of feces and urine.
a financial problem, but above all, a health problem. In den Städten hat man dann immer wieder mal, dass die Mülltonnen geöffnet werden, dass man den Müll auf dem Boden findet. Das ist häufig der Waschbär. Und ja, das mögen wir natürlich nicht, weil natürlich dadurch Unrat auf die Straße kommt mit der Gefahr, dass man sich eben infiziert und Krankheiten auch übertragen kann. But not only invasive animal species can become dangerous for humans. Various new types of plants, so-called neophytes, are also causing more and more trouble in Germany. The giant hogweed spreads rapidly, especially in moist pasture landscapes. Die kommt aus dem Kaukasusgebiet und ist eigentlich da eine Gebirgsart. Und ja, bei uns hat sie sich ausgebreitet in den 80er Jahren massiv und war eigentlich eine der ersten Arten, wo auch Rufe nach Bekämpfung laut wurden. Und da gab es aber auch die gesetzlichen Grundlagen für die Bekämpfung noch nicht. The plant was already introduced in the 19th century as a botanical attraction. From there it could spread through air or running waters because its seeds are germinable for up to 10 years. Und dann ist sie auch von Imkern verbreitet worden, weil die eben so schöne Blüten hat und ja auch in Gärten wurde sie gerne gepflanzt, als man noch nicht wusste, dass sie schädlich ist. Und man hat sie halt einfach als Zierpflanze dann auch auf dem Autodach transportiert, vor allem im getrockneten Zustand und dadurch die Samen entlang der Straßen verbreitet. Also es gibt mannigfache Wege und am Anfang ist sie eben auch absichtlich angepflanzt und ausgebreitet worden. The problem, due to their impressive height of up to 4 meters and their large leaves, the newcomers provide so much shade that native plants are literally suppressed. That's what makes them so dominant. But it's a danger to us too. Because of its phototoxic effect, this harmless beauty is highly toxic for humans and animals. Herkulesstaude ist eine Art, die allergische Reaktionen hervorruft und Verbrennungen erzeugt, und zwar in Verbindung mit Licht. Der Pflanzensaft, wenn er denn auf die Haut kommt und gleichzeitig Licht an die Haut kommt, erzeugt regelrechte Brandblasen. Und vor allem bei spielenden Kindern, die dann aus den Stängeln der Herkulesstaude solche Blasrohre machen oder so, die können da schwere Verbrennungen erleiden. The island of Reims near Greifswald, headquarters of the Friedrich Loeffler Institute and the oldest virological research site in the world. The 20-hectare Baltic Sea island has the highest security level because an outbreak of the pathogens investigated here could lead to an epidemic. The mosquito as a potential carrier of dangerous pathogens is currently the focus of scientific research. Over the last 10 years, infection biologist Dr. Helge Kampen and his team have observed the rapid increase in tropical mosquito species in Germany, such as the Asian tiger mosquito. Die asiatische Tigermücke ist schon in Erscheinung getreten als Überträger des Dengue-Virus, des Gelbfieber-Virus, des Chikungunya-Virus und viele anderer gefährlicher Viren. Das macht sie zu einem gefährlichen Tier hier in Europa. Wir stufen das Risiko halt bei dieser Art sehr hoch ein, dass sie irgendwann in der Zukunft auch mal was übertragen wird. But they would have to sting an infected traveler first. The tropical mosquitoes have come to us through the used tire trade, which is a large business in their home country of Asia. Due to weeks of outdoor storage, a humid climate develops inside the tires. Ideal conditions so that up to 300 eggs per mosquito can develop in a very short time. Die Mückenweibchen legen die Eier oberhalb der Wasseroberfläche ab, kleben die Eier also ans Gummi der Reifen, dann werden die Reifen verschifft, nach Europa zum Beispiel, liegen dann wieder auf der Wiese rum und dann regnet es da rein und die Larven schlüpfen aus den Eiern. 52 different mosquito species have been detected in Germany to date, 5 of them only in recent years. That is around 10%, a population that scientists must take seriously. In addition to global trade, experts claim climate change is also to blame for the emerging mosquito invasion. Es ist damit zu rechnen, dass es wärmer wird. Die große Frage ist, wird es auch feuchter dabei? Stechmücken brauchen, um sich wohlzufühlen, brauchen sie es möglichst warm.
möglichst viel Feuchtigkeit, weil die Larven sich in Wasser entwickeln, weil die Fluginsekten, also die ausgewachsenen Stechmücken, sehr feuchtigkeitsempfindlich sind. Even if the consequences of increasing global warming affect all living organisms in a region, alien species seem to have a higher adaptation potential. Klimawandel, der schafft halt andere Bedingungen für die Flora und Fauna. Und diese sich verändernden Lebensbedingungen, die sind natürlich, passen natürlich für einige gebietsüber fremdländische Arten vielleicht sogar besser als unsere heimischen. Das ist jetzt Theorie. Im Grunde genommen ist dieser Wandel, also der Wandel auch der Kulturen, also im Umfeld von Ballungsräumen, von landwirtschaftlichen Kulturen, überall, wo viel Dynamik ist, viel Wandel, wo viel vom Menschen gestaltet wird, da haben die gebietsfremden Arten eine besonders gute Chance. At the Ecological Rhine Station in Cologne, biologist Dr. Georg Becker is also researching the influence of climate change on the domestic ecosystem, which has changed rapidly in recent centuries. Um 1900 gab es mehr als 100 Insektenarten im Niederrhein und im Jahr 1971 als Beispiel gab es noch 5. Damit Sie sich vorstellen können, was da passiert war. In the running water laboratory of the research vessel, Georg Becker experimented with the help of Capitula. What could happen to the living creatures in the Rhine if the earth continues to warm up? Da ging es um die Frage, was passiert, wenn wir jetzt in Schritten von 2 Grad die Temperatur einfach erhöhen. Und dann stellt sich nämlich raus, dass die Muschel bei 27 Grad nicht mehr besonders effektiv filtriert, dann steigen die quasi aus. Und das hat wieder einen Effekt auf die Tiere und Organismen, die sie rausfiltrieren. Ja? Das ist eine komplette Veränderung der Lebensgemeinschaft. The airborne community is also affected by climate change. Ornithologists observe that more and more birds from the South and Mediterranean area arrive here and stay. Even migratory birds like the Nile goose seem to prefer to make themselves at home all year round. Das kommt durch die milden Winter, die wir haben. Diejenige, die eher hier ist, besetzt natürlich die besten Brutareale, wo das meiste Futter ist. Jetzt kommt der Vogel aus Afrika an, ist fix und fertig und muss das schlechteste Brutareal nehmen. Hat also keine große Chance, seine Jungen durchzubekommen. While climate change and changes in agriculture make the habitat increasingly attractive for invasive species, it may even become uninhabitable for native species in the long term. Experts are already talking about a serious loss of species of up to 40%. Ich mache mir auch selber Sorgen. Ich mache mir Sorgen für meine Kinder, meine Enkelkinder, für unser Nachkommen. Wir werden, wenn es so weitergeht, einen stummen Himmel bekommen. Und das wird erst dann auffallen, wenn es soweit ist, und dann ist es zu spät. Noch liegen wir bei 5 vor 12. Noch können wir etwas ändern. Nicolas Reich and Oliver Jagd are in Hennef today to make some changes with regard to invasive plant species. The highly poisonous giant hogweed has been spreading here for years. The two landscape gardeners have been commissioned by the district to deal with the stubborn plant professionally. This requires special protective measures because there is a risk of injury. Wenn man die Blüten abschneidet, kann es auch sein, dass Saft spritzt. Und deswegen ist auch hier diese Schutzbrille wichtig. Und wenn größere Pflanzen, wenn man sich mit größeren Pflanzen beschäftigt, dann ist auch eine Kappe wichtig, damit die Kopfhaut nicht berührt wird von Blättern. The sap of the plant is extremely poisonous and can lead to severe burns and painful blistering on contact with the skin. However, the plant is a great danger not only for humans, but also for the domestic ecosystem. In so einer Pflanze können bis zu 50.000 Samen sein und die kann dann riesige Flächen entwickeln, unter denen nichts anderes wächst, außer neue Sämlinge von der Herkulesstaude. Und die heimischen Pflanzen sind dann ausgedunkelt. The giant hogweed itself has no natural enemies here and can therefore spread unhindered. To prevent the seed from flying, the inflorescences must be separated. This goes for every single plant. However, the dominant plant still has small emergency inflorescences that are no less dangerous. Therefore, follow-up checks must be carried out every 2 to 3 weeks. A giant task.
Diese Pflanze hier befindet sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Wir haben verschiedene Blütenstände, die hier so weiß blühen. Aber wir haben auch schon einen Teil, der bereits Samen ausgebildet hat. Jetzt ist es noch früh genug, jetzt kann man das noch abschneiden, ohne dass die Samen sich von der Dolde lösen. In 3-4 Tagen sieht das schon wieder anders aus. Je reifer die werden, desto leichter fallen die ab. So it's high time the flowers come off. The most effective control is when the plant is still small. Then the up to 60 centimeter long turnip-shaped pile root below the earth's surface can be cut through and excavated. It is important to get out the so-called vegetation level completely, otherwise the plant will be back within 2 weeks. Das ist eine Speicherknolle, in der sehr viele Nährstoffe enthalten sind. Und aus dieser Knolle treibt die Pflanze, nachdem sie gemäht wird, oder im nächsten Jahr eben, nachdem der oberirdische Teil abgestorben ist, immer wieder nach. Hier dieser gerillte Bereich ist der sogenannte Vegetationskegel, sind also die Zellen, die neue Blätter und den Stängel bilden. Und wenn dieser Vegetationskegel abgestochen wird, stirbt die Pflanze ab. Nicolas Reich and his colleague have been on the road since April to put a stop to the giant hawkweed. The control measures are carried out in several stages because the plants do not all grow out of the soil at the same time. By October, the landscape gardeners will have to dig up as many shrubs as possible, cut them off and check them again. So that nothing remains, the separated plant parts are effectively destroyed afterwards. Also die Pflanzen, die werden mit Hausmüll oder anderem Müll in der Verbrennungsanlage geliefert. Denn kompostieren bringt nichts, weil sonst die Samen wieder treiben. Und da ist das die einzige Möglichkeit. The European Union can no longer ignore the problem either, as the damage caused by invasive species costs the EU over 12 billion euros a year. Since June 2016, the so-called Union List has therefore been intended to regulate the fight against those species that damage nature, man and the economy. So far, it comprises 37 animal and plant species, but the selection is still being debated. In Germany alone, more than 160 are known. Für jede dieser Arten, die jetzt vorgeschlagen wird, werden sogenannte Risikoanalysen gemacht. Da wird dann also genau festgestellt, ein ganz bestimmter Katalog von Fragen beantwortet. Unter anderem, welchen Schaden richten sie an, welche wirtschaftlichen Schäden haben sie, wie ist die Biologie der Art, ist die so, dass sie sich sehr stark ausbreiten können, dass ein hohes Risiko besteht, dass sie sich hier unter unseren klimatischen Bedingungen ausbreiten kann. Also im Prinzip so eine Abwägung. Man weiß es ja nicht, wie sie sich tatsächlich dann auch entwickeln werden, die Arten, die noch nicht angekommen sind. 24 animal and plant species that are currently on the red list are also common in Germany. They must now be subject to appropriate measures to prevent their further spread. At its core, however, the regulation is aimed at prevention. Man versucht, den Handel einzuschränken und ganz bestimmte Tiere und Pflanzen stehen dann auf den Anhängen drauf, die dürfen nicht mehr gehandelt werden. Und dadurch ist das Risiko, dass sie also ausgesetzt, ausbüchsen können oder so, ist sehr stark gemindert. Das ist der präventive Bereich der Richtlinie. Dann gibt es auch diesen Bereich Einfuhrkontrollen. Das kommt auf die Mitgliedstaaten zu. Das muss erst entwickelt werden. Wie sich das jetzt im Einzelnen ausgestalten wird, ist noch nicht so absehbar, weil das noch relativ frisch ist. The raccoon also belongs to the invasive species, against which concrete action is to be taken now. Although it is subject to hunting law, it spreads rapidly on the European mainland, more than 16-fold in only 10 years. This should be stopped now. Zum Beispiel ist ja Großbritannien waschbärfrei. Da gibt es Waschbären tatsächlich nur in Menschenhand, zum Beispiel in zoologischen Gärten, aber sicherlich auch in Privathand. Und da möchte man eben nicht, dass sie das gleiche Problem haben, das wir hier in Deutschland oder sagen wir mal, im Festland Europa bereits haben. But also animals within zoo walls are affected by the new regulation.
The two cologne raccoon females, Gina and Inga, now have to die out at the zoo. Für die Tiere in Menschenhand hier in Deutschland ist es ganz klar, wir dürfen sie eigentlich nicht mehr halten. Nur die, die noch da sind, dürfen wir weiterhin halten. Wir dürfen sie nicht transportieren, außer vielleicht zum Tierarzt, wenn sie krank sind. Und wir dürfen sie nicht züchten. The EU allows its member states to decide for themselves what measures they take against the spreading of raccoons. At the moment, there is even a kind of birth control pill under discussion, which is to be distributed with the help of baits. A more drastic possibility, the abolition of all closed seasons in order to hunt the raccoon all year round. Das muss man jetzt ganz kritisch beleuchten, weil das ist natürlich auch ein Tierschutzproblem. Ich meine, wenn Sie sich dazu entscheiden, eine Art auszurotten, das heißt, Sie töten alle Tiere ohne Rücksicht auf Verluste, ist das natürlich eine dramatische Entscheidung, von der ich mir kaum vorstellen kann, dass wir sie in der Bundesrepublik Deutschland, wo Tierschutz ja ganz und zu Recht auch hochgeschrieben wird, umsetzen können. Aber es wäre eigentlich die einzige Lösung, wenn es ein wirkliches Problem für Fauna und Flora der heimischen Natur darstellt. In the fight against invasive mosquito species, scientists have been drawing on the help of the population since 2012. With the so-called Mosquito Atlas, citizens can send in mosquitoes they find in their region. All mosquitoes living in Germany are to be recorded nationwide, especially those who have immigrated. In 2016, there were about 6,000 mosquitoes sent, mostly from areas where they had not been mapped before, like this male bush mosquito from Bavaria. Die asiatische Buschmücke kommt in Westdeutschland vor, da gibt es eine Population. In Baden-Württemberg gibt es eine sehr große Population und es gibt zwei kleinere, uns bekannte Populationen im Raum Hannover und in Oberbayern. Und dieses Exemplar ist jetzt aus der Nähe von München eingeschickt worden. Also offenbar ist die Mücke da doch schon weiter verbreitet, als wir wissen zurzeit. For the scientists, this is a warning signal because new generations hatch around every 2 weeks under the current conditions. The females find the brooding waters for it everywhere where it's warm and moist, often also at bizarre places. Wir treiben uns also sehr viel auf Friedhöfen rum, weil Friedhöfe ein sehr großes Angebot an potenziellen Brutgewässern bietet. Die ganzen Blumenvasen, Wasserschalen, Brunnen, Gießkannen etc. sind alles potenzielle Brutgewässer und das sind alles Brutgewässer, die die asiatische Tigermücke sehr gerne annimmt. Und wenn wir die Mücke da finden, also Larven oder Puppen, Vermehrungsstadien der Mücke, dann wird es schon kritisch. Even the control measures against invasive mosquito species are not yet properly elaborated. The only chance is to eliminate each individual breeding water by hand. Dann kann man zusätzlich auch noch mit diesem BTI-Toxin, also mit dem bakteriellen Eiweiß, vorgehen, indem man solche Tabletten von dem Toxin in diese potenziellen Brutgewässer überall einbringt. Das muss man natürlich machen, indem man vor Ort herumläuft und da überall nachsieht, wo könnte die Mücke sich vermehren, wo könnten Larven sein. Und das ist natürlich zeit- und arbeitsaufwendig. And above all, it costs money. It is estimated that the EU spends several million euros annually on control measures to get rid of the animal globetrotters. But it is a homemade problem, because humans open the door to the exotic animals and plants through their actions. Der absolute Indikator für den Artenverlust ist für mich der Mensch. Ja, wir sind nicht in der Lage, unsere Natur so zu schützen, dass wir die Artenvielfalt erhalten können. Ich sehe da im Augenblick sehr, sehr schwarz. But many people don't even know that they are actually the problem for the increased spread of invasive species. Because even a small gesture, like feeding wild animals, can have big consequences. Füttern
ist an allen Teichen, auch in Köln, ist ein großes, großes Übel. Und wir bekommen diese Sache nicht in den Griff. Auch durch Aufklärung, weil die Leute meistens sehr uneinsichtig sind und sagen, ja, die armen Tiere. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die invasive Art sagt, ich gehe zu dem Teich, da werde ich gefüttert und da bleibe ich. Ja. Joost Borcherding and his team have been fishing in Ries for 8 hours. So far, they have pulled 400 gobies out of the Rhine, but also at least 50 native fish. That's at least twice as many as last year. For the scientists, this is a sign that nature is adapting to the changes and beginning to help itself. Der Ökologe sagt, das Ökosystem adaptiert sich an die neuen Mitglieder innerhalb dieser Artengemeinschaften. Man muss erst lernen, damit umzugehen. Wenn man da jemanden ganz Neues sieht, dann weiß man ja nicht, ist der gefährlich oder schmeckt der nicht oder so etwas. Sondern das muss man erst lernen. Und das sieht im Moment so aus, als wenn dieser Lernprozess im Ökosystem stattfindet. Und möglicherweise ist das der entscheidende Schritt, um die Dominanz der Grundeln wieder ein bisschen auf ein normales Maß runterkommen zu lassen. The trapped gobies are now frozen and then scientifically examined. For example, stomach contents and fat content can provide information about the type and quantity of their diet. These measurement data are needed to further analyze the dominance of these animals. Because they will probably not disappear, despite all this. Wir werden die Grundeln nicht mehr aus dem Rhein rausbekommen. Das ist utopisch. Wir können ja nicht das Wasser ablassen und alle Grundeln mal eben einsammeln oder so, dass sie wieder weg sind. Das geht nicht. Also, sondern wir müssen uns eben arrangieren damit und wir müssen alles Mögliche tun, um die einheimische Fischfauna eben zu stützen in diesem Konkurrenzkampf gegen die Grundeln. Around 7,000 species travel around the globe every day in the ballast water tanks of ships alone. Although the damage is in the billions, only little has been done so far. It was not until 2016 that all the necessary industrial nations signed the Ballast Water Convention of the International Maritime Organization, IMO. In future, ships have to be installed with a ballast water treatment system on board in order to stem the spread of invasive animals. There is also a lot to do in the countryside. Over 20,000 plants were fought by landscape gardener Nicolas Reich and his colleagues in only 3 months. But the efforts are often tantamount to a fight against windmills. In order to destroy the stocks in a truly sustainable way, the measures must be carried out consistently for up to 10 years. Auf verschiedenen Flächen ist es schon fast zu spät, beziehungsweise der Aufwand ist riesig. Und auf anderen Flächen ist es noch nicht zu spät, da kann man noch was machen. Und in Zukunft ist es wichtig, dass man da dran bleibt, dass man da in regelmäßigen Abständen Zeit und Geld investiert, um solche Neophyten zurückzudrängen. Otherwise, according to experts, they will continue to gain the upper hand, especially if man doesn't stop introducing foreign species consciously, so that they can become a problem in the first place. Like the raccoon, which is now also being used as an ambassador for this topic at Cologne Zoo. Wir haben den ganz bewusst hier im Kölner Zoo. Er ist ja nicht bedroht, er gehört hier nicht hin. Und genau das erzählen wir unseren Besuchern. Wir haben eine große Tafel, wo wir über invasive Arten berichten, damit Menschen, die zu Hause vielleicht Tiere halten, die nicht vor den Sommerferien irgendwo freilassen und möglicherweise durch so eine Freilassung auch wieder so eine Problemart entsteht. Invasive species should not, however, be condemned as dangerous in general. Because if there were to be a large-scale shift of species, with more and more native species retreating to the north, they could help reassemble the ecosystem. Also es gibt natürlich einen Wandel in der Pflanzen- und Tierwelt, den hat es ja auch immer gegeben. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Welt untergeht oder dass es keine Pflanzen und Tiere mehr geben wird, keine Wildlebenden. Und trotzdem muss man versuchen, die herausragenden Vertreter der Neuankömmlinge eben rauszufiltern und um diese ganz schlimmen Prozesse zu unterbinden. Und im Übrigen muss man einfach akzeptieren, dass sich die Welt ändert. Experts agree that this invasion can no longer be stopped. It is rather important to understand the changes and to accept living together as an opportunity. Because many formerly alien animal and plant species enrich our world today, and it is hard to imagine life without them. And finally, humans are also a part of the changing habitat and must also learn to adapt.